Ubisoft. Ezio Auditor, brave of you to stand alone against me, but also quite foolish. Assassin. Alles klar, hier sind wir, Assassin's Creed 3 oder beziehungsweise Assassin's Creed Brotherhood. Jetzt weiter mit der Reihe von Ezio. Von unserem Assassin's Creed Marathon sind wir jetzt also schon im dritten Teil angelangt. Gestern war der letzte Part, das ist von Teil 2. Ich habe auch auf dieses Spiel einen Grafikmod gepackt, wodurch das Ganze wieder ein bisschen besser aussehen sollte wie letztes Mal, weil mir das eigentlich relativ gut gefallen hat. Und ich habe auch schon in die Einstellung, bin ich vorhin schon gegangen, habe alles auf volle Hülle gestellt und jetzt müssen wir mal gucken. Moment. So, und wir fangen direkt an. Ich glaube, niemand rechnet damit, eines Morgens aufzuwachen und mitten in einem Krieg zu stecken zwischen zwei Geheimbünden. Also ich nicht. Aber hier bin ich. Auf der einen Seite die Templer, besser bekannt als Abstergo Industries. Ihr Geschäft heißt Macht. In Politik, Wirtschaft, Technologie. Sie geben nicht auf, bis jeder Einzelne von uns ihnen dient. Quasi. Gegen sie kämpfen die Assassinen. Eine Gruppe, die den freien Willen der Menschen schützen will. Durch mein Blut gehöre ich zu ihnen. Vor ein paar Wochen fanden mich die Templer. Sie entführten mich. Banden mich auf eine ihrer Maschinen und ließen mich arbeiten. Das Ding heißt Animus. Darin verbrachte ich viel Zeit. Erlebte die Erinnerung meiner Vorfahren. Entdeckte ganze Leben, gespeichert in meiner DNA. Ich erlebte die Erinnerung des Assassinen Altair. Er war bei den Kreuzzügen. Die Templer wollten den Standort eines sogenannten Edensplitters finden. Ein antikes Artefakt, das den Willen beeinflussen kann. Sie dachten, sie hätten, wonach sie suchten. Und beschlossen, mich zu liquidieren, aber... Lucy, half mir. Lucy. Als es ganz finster aussah, gab sie sich als Assassine zu erkennen und floh mit mir. Ich hoffte, das wäre das Ende meiner Pechsträhne. Aber es war erst der Anfang. Ich stieg wieder in einen Animus. Nun erlebe ich die Erinnerungen von Ezio Auditore da Firenze, meinem Vorfahren aus der Renaissance, auf der Suche nach Antworten.
Durch den Sicker-Effekt werde ich nun wirklich zu einem Assassinen. Und das ist gut so, denn die Templer wollen uns alle versklaven. Sie fanden uns. Sie stürmten unser Versteck, jetzt fliehen wir und suchen nach Schutz. Doch es gibt keinen, die Zeit läuft. Mein Name ist Desmond Miles, das ist meine Geschichte. Die kennen wir nur zu gut. Rebecca, was ist los? Ich muss eine Diagnose machen. Ich melde mich gleich. Na? Es ist getan. Die Nachricht überbracht. Wir verlassen diese Welt. Wir alle. Wir können nichts mehr tun. Nun liegt es an dir, Desmond. Was? Wer ist Desmond? Ich verstehe nicht. Bitte wartet. Ich habe so viele Fragen. Il Vaticano, Dezember 1499. Und man merkt, dass das Spiel schon um einiges besser aussieht als Assassin's Creed 2. Ezio Auditore. Okay, das dauert so ewig. Geburtsjahr 1459, Beruf Assassine. Tja, diese Erfahrung war eine ganz schön harte Schule. Auch wenn in den Geschichtsbüchern nichts über Ezios Verschwinden aus Florenz steht, nachdem sein Vater und seine Brüder hingerichtet worden waren, so wissen wir jetzt, dass er mit seiner Mutter Maria und seiner Schwester Claudia in die Villa seines Onkels Mario in die Toskana flüchtete. Dort wurde er zum Assassin ausgebildet und bereitete sich darauf vor, die Templer zur Strecke zu bringen, die Männer, die hinter der Hinrichtung standen. Und zur Strecke gebracht hatte sie in der Tat. Er tötete einen nach dem anderen, bis nur noch ihr Anführer, Rodrigo Borgia, übrig war. Mit Hilfe seines Onkels und der anderen Assassinen deckte er Rodrigos Plan auf, eine uralte Gruft unter dem Vatikan zu öffnen, die angeblich zu Gott höchstpersönlich führen sollte. Ezio besiegte Rodrigo, betrat die Gruft alleine und kommunizierte mit einer Projektion von Minerva, einem Mitglied einer alten Rasse, die vor dem Menschen existierte. Das klingt alles an den Haaren herbeigezogen, so wie ich es hier aufschreibe, nicht? Zum Glück haben wir den Animus, Aufzeichnung als Beweis. Wir haben das also nicht bloß geträumt oder so, es sei denn, wir träumen gerade immer noch. Im Menü ist eine neue Montur freigeschaltet, ich will aber eigentlich nicht jetzt schon ins Menü gucken. Und deswegen habe ich in Assassin's Creed 2 auch die Ausrüstung gewählt, weil man hier einfach unabhängig, egal von dem, was man im ersten, zweiten Teil angezogen hat, damit fortfährt. Und ich habe hier mal kurz, jetzt will ich gucken, was wir haben. DNA-Karte, Datenbank, Freunde. Was ist da drin? DNA? Nö, wird schon passen. Also irgendwie werden wir schon eine Montur kriegen. Wir fangen ja jetzt einfach mal an. Der Apfel. Der Apfel fehlt. Oder hat er gerade weggenommen, so ein Geistesabwesen?
besser im Schoß der Erde als in der Hand der Menschen. Onkel! Was soll ich sagen? Wir schickten einen Mann gegen eine ganze Armee. Ich war besorgt. Schnell, komm hoch! Wir müssen hier weg! Alles klar. Länger auf Y drücken, um das Anlager ein- und auszuschalten. Den markierten Weg folgen. Sehr schön. Das Spiel sieht mit der Mod wirklich ein bisschen besser aus. Wir gehen hierher. Sehr schön. Also, wir kennen's ja. Stolz ich auch genauso. Das heißt, ich sollte keine Probleme haben, mich zurechtzufinden. Ihr würdet nicht glauben, was ich gesehen habe, Onkel. Dann bleib mir bloß am Leben, damit ich davon erfahre. Ich rechne mit Widerstand. Und ich rechne damit, dass die Borgia heute Nacht viele Verluste beklagen. Mario Auditore. Den werde ich jetzt aber nicht vorlesen. Der ist zwar wichtig, aber wir kennen seine Geschichte. Che cosa fate qui? Assassini! Gott wird euch für eure Sünden strafen! Ihr habt diese heilige Stätte geschändet! Ihr verdammt, was ihr nicht versteht! Wir müssen gehen, Ezio, los! Ihr bekommt, was ihr verdient! Capella Sistina. Aus ihm spricht der Teufel! Wendet euch von ihnen ab! Wendet euch von ihnen ab. Hat Rodrigo dich verletzen können? Kaum. Meine Rüstung schützte mich. So, hier die Pfarrei da. Kardinäle. Was ist los, Leute? Sei bereit zum Kampf. Aber immer doch. Was tut ihr denn? Was soll überhaupt das Waffendraht? Wir haben wieder unser Schwert, die Klinge, Gift, bla bla. Also was man halt kennt. Das ist schön. Ah, und jetzt gibt's glaube ich auch das coole Kampfsystem. Ich rette, wenn man mitmacht. So wie es aussieht. Nicht schlecht, alter Mann. Stimmt, du kannst es immer noch. Ja, das ist es jetzt. Einer nach dem anderen. Jetzt brauchen wir gegen Phil kämpfen, keine Angst dazu haben. Es ist jetzt einfach einer nach dem anderen wegmachen. Das ist echt total. Es ist nur noch geil. Einfach einen nach dem anderen abziehen. Sobald man es mal Kombo hat, ist man unaufhaltsam. Sorry. Also wir sind hier gerade in Rom. Wir müssen ja eigentlich auch noch im Vatikan sein, oder? Ich bin mir jetzt gerade nicht ganz sicher. Wir folgen jetzt einfach mal Mario. Der wird uns schon helfen. Junge, das warst du. Sehr schön. Love, 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 love. Da hoch, sagst du. Turm auf, ha? Huh? Komm, geh einen Schritt auf Seite. Danke. Ach, wir haben den Apfel. Die Entscheidung liegt allein bei dir. Doch fälle sie schnell. Gib ihn mir. Mach später damit, was du willst. Bene. Spring! Er ist zu mächtig und zu gefährlich, um ihn anrührenden
Fluss zu werfen. Roma. Ubisoft präsentiert Assassin's Creed Brotherhood. Jetzt krieg ich wieder Gänsehaut. Bekanntheitsgrad, ja, das kennen wir. Durch illegale Aktion, bla bla bla. Monteriggioni, Januar 1500. So, dann hätten wir jetzt 1500. Mit Mario nach Monteriggioni reiten. Von der Sonne. Von einer Katastrophe, die vor langer Zeit geschah und wieder geschehen wird. Irgendwann weit in der Zukunft, Vero. Dann müssen wir uns darum nicht sorgen. Sie. Vielleicht ist unser Werk vollbracht. Wäre das so schlecht? Nein, wäre es wohl nicht. Könnten wir uns wenigstens zur Ruhe setzen. Wir haben das Arsenal aufgestockt, als du weg warst. Ah, und jetzt ist es üblich, Besucher mit Kanonenkugeln zu empfangen? Bitte verzeih. Sie stehen erst seit ein paar Tagen. Meine Männer sind im Umgang noch nicht geübt. Aha. Ja, dass die sich ab und zu mal wehren müssen, ist ja wohl klar, die Assassinenstadt. Aber naja. Wir sind ja nicht zum ersten Mal hier. Und jetzt kommt das epische Feature dieses Teils. Wir können in die Stadt reiten. Willkommen zurück, Ezio. Jo, servus. Madonna. Ezio! Da! Das ist Ezio! Lasst mich sehen! Buongiorno! Salve, Mario! Seht euch die beiden nur an. Felice Anno! Dieser Ort macht sich langsam. Nur dank dir. Bruder! Claudia. Schön, hier zu sein. Wie geht's Mutter? Ganz gut. Ich hörte, dass du kommst, aber ich wollte es mit eigenen Augen sehen. Die Contessa von Forli will dich sprechen. Ich wusste nicht, dass du so berühmt bist. Katharina? Hier? Es ist also vorbei? Ist der Spanier wirklich tot? Versammelt am Abend alle in Marios Büro. Dort erkläre ich euch alles. Sei gewappnet, Ezio. Sie werden viele Fragen stellen. Claudia, sag der Contessa, ich freue mich, sie heute Abend zu sehen. Claudia Auditore. Alles klar, wir haben drei Missionen, drei verfügbare Erinnerungen. Ich glaube, wir machen erstmal die äußerste. Wie sieht's denn überhaupt? Können wir jetzt schon einkaufen? Nein, können wir noch nicht. Die Kiste ist schwer, ja, aber ich kümmere mich noch nicht um dich. Ich kümmere mich jetzt erstmal um den Keller draußen. Der hat bestimmt auch was Wichtiges für mich. Buongiorno. Ezio, Mario wird mich umbringen. Ich habe sein Lieblingspferd verloren. Seid unbesorgt. Ich hole es zurück. Gott segne euch, Ezio. Marios Pferd einholen. Ich gebe ihm aufzusteigen. Komm her. Ja, komm. Ja. Das Pferd zurück zum Stall bringen. Kein Problem. Grazie, Ezio. Ich kann nicht mehr mit den Pferden mithalten. Versprecht mir, dass ihr eure Gesundheit genießt. Verbringt nicht so viel Zeit im Krieg wie euer Onkel Mario. Meine Schlachten wurden bereits gewonnen. Na, umso besser. Arrivederci, Ezio. Der gefällt mir. So. Wie hat denn der Auswahl? Das hier? Und dann kommen wir hier gleich etwas schneller hoch. So, Junge, was willst du? So, das sind die neuen Kanonen? Ja, Signor Ezio. Darf ich mal? Ja, aber... Na los, sag's ihm!
Sie scheinen nicht richtig zu funktionieren und der Idiot, der sie montierte, ist verschwunden. Dann liegt es an mir, ihn zu finden. Wir wollen eure Zeit nicht vergeuden. Das ist kein Problem. Ich habe alle Zeit der Welt. Ah. Können uns endlich zur Ruhe sitzen. Leck mich doch am Arsch. Gott sei Dank. Wir haben alle Templer im Genit. Zumindest in Italien. Salve, Messer. Ihr müsst die Kanonen auf dem Wall reparieren. Lasst mich in Ruhe. Ich repariere niemals vor dem Mittag. Wisst ihr, wie spät es ist? Ich mache Kanonen, keine Uhren. Wenn ihr nicht wollt, repariert sie ein anderer. Uno momento. Niemand fasst meine Kanonen an. Ja, dann komm mit und reparier sie. Soldaten haben keinen Respekt vor der Artillerie. Sie halten Feuerwaffen für Magie. Doch man braucht Feingefühl. Muss sie ein bisschen ermutigen. Derzeit haben wir nur einfache Kanonen hier. Aber ich habe einen Entwurf aus Francia. Eine Handkanone. Man nennt es ein eisernes Handrohr. Stellt euch vor, eine Kanone aus der Hand abzufeuern. Das ist die Zukunft. Hm. Und heute gilt alles andere irgendwie als veraltet. Ohne ein paar Knarren. Was habt ihr getan? Sie benutzt. Sie sind nicht bereit zum Feuern. Ihr hättet uns alle töten können. Lasst mal sehen. Sein Atem ist tödlicher als unsere Kanonen. Nur wenn ihr beiden Narren damit schießt. Hier, versucht es. Auf die Ziele schießen. Alles klar. B drücken. Sucht euch ein Ziel und prüft die Ausrichtung. Das hier um zu feuern. Alles klar. Hab's verstanden. Oh, dann laden die Jungs wieder nach. Und dann von der Hütte drauf. Das war schon mal nix. Die Zielvorrichtung ist in Ordnung. Das Problem ist hinter der Kanone. So, dann nehmen wir das hier. Yes. Wir haben 5 Ziele, alles klar. So, dann nehmen wir dich mit. Wunderschön. So, dann haben wir hier nochmal. Einmal frei. Und dann noch hier. Wunderbärchen. Perfetto! Wenigstens einer hier weiß, wie man schießt. Nun zu der anderen. Ich muss gehen. Danke für eure Hilfe. Wenn ihr morgen Kanonen hört, keine Sorge. Wir üben bei Tagesanbruch. Schade, dass es euch nichts bringen wird. Sehr lustig. Nun repariert die zweite Kanone. Bei dem ist es allgemein bestimmt sehr lustig. So. Was hätten wir noch im Angebot? Ah ja, stimmt, da unten eine Jungfrau in Öl. Also hopp. Es ist doch jedes Mal dasselbe. Na komm. Hopp. Braucht ihr Hilfe? Salve. So viele Blumen. Euer Mann muss sehr glücklich sein. Ich bin die Glückliche. Ihr seid hier, um mir zu helfen. Mal sehen, was ich tun kann. Vorhin habe ich wohl einen falschen Eindruck vermittelt. Oh? Ich habe keinen Mann. Die Blumen sind für ein Fest. Bin ich eingeladen? Zu Claudia Auditores Geburtstagsfeier in der Villa? Falls ihr mir helfen wollt, ich brauche jemanden mit Klasse, der mich begleitet. Warum glaubt ihr, ich hätte Klasse? Das habe ich gleich gesehen. Niemand hier hat ein solches Auftreten. Selbst Ezio Auditore wäre sicher von euch beeindruckt. Oh, was wisst ihr über Ezio? Claudia hält große Stücke auf ihn, aber er besucht sie kaum.
Er ist wohl etwas distanziert. Sie hat recht. Das war ich. Oh nein. Ihr? Das Fest sollte eine Überraschung sein. Bitte sagt es nicht, Claudia. Was bekomme ich für mein Schwein? Da wird mir gewiss etwas einfallen. Ihr habt noch Bedenkzeit, bis wir da sind. So. Und jetzt zu meinem Schweigegeld. Ich habe schon eine Idee. Unter einer Bedingung. Egal was. Ihr müsstet bis morgen warten. Wenn ihr darauf besteht, an mir soll es nicht liegen. Das Warten wird sich lohnen, Ezio. Glaubt mir. Oho. Ja, okay. Also gut. Haben wir hier den Leuten mal ein bisschen geholfen? Bevor wir jetzt darin gehen und das Spiel richtig anfängt, bedanke ich mich ganz herzlich fürs Zuschauen. Wünsche noch einen wunderschönen Tag. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge von Assassin's Creed Brotherhood. Bis dann.